Heute werfen wir gemeinsam einen Blick auf diesen 2011er Audi Q7 V12 TDI Quattro. Alles, alles in diesem einen Q7. Der hat wirklich sehr viel zu bieten. Schaut ihn euch erstmal eine Sekunde an. V12 TDI, ein Motor, den es nur in diesem Auto gab. Wir klären auf jeden Fall, was der kann. Also auch nur ein Teil der Bauzeit vom Q7 411 konnte man einen V12 TDI bestellen. Das ist weiterhin ein ganz normaler Q7. Man hat aber halt gesagt, naja gut, die Ladeluftkühler dürfen ruhig ein bisschen präsenter sein. Das ganze Thema LED-Tagfahrlicht oder auch die breiten Radhäuser, die darf er haben. Das heißt, das Auto sieht deutlich bulliger aus als jetzt der durchschnittssilberne 3.0 TDI Langweiler Q7. So selten, dass man nicht mal eins zu eins die genauen Stückzahlen irgendwo rausfinden kann.